Unsere blaue Erde. Zwei Drittel der Oberfläche Wasser. Ein stabiler Orbit und eine Sonne in der richtigen Entfernung. Alles passt. Nach ihrer Geburt hat sich hier das Leben entwickelt. Zuerst in den Ozeanen. Dann hat es die Lüfte erobert. Und dann das Land. Reptilien, Pflanzen und Insekten füllten jede Nische. Selbst vor den Wüsten machte das Leben nicht Halt, ebenso wenig vor dem polaren Eis und Schnee. Bis heute haben wir Leben nur auf der Erde gefunden. Aber das Leben kommt von den Sternen. Von einer Supernova wie dieser, der Tod eines Riesensterns. Sie schleudert glühende Materie reich an schweren Elementen wie Kohlenstoff und Eisen ins All. Diese Elemente, Grundbausteine des Lebens, reichern Wolken aus Gas und Staub in Regionen an, in denen neue Sterne geboren werden. Vor etwa 5 Milliarden Jahren kollabierte eine solche Wolke unter ihrer eigenen Schwerkraft. Im Zentrum entzündete sich unsere Sonne. Aus der sie umkreisenden Scheibe formten sich dicke Materieringe. Das ganze System war von der früheren Supernova mit Bausteinen des Lebens angereichert. Aus einem der inneren Ringe bildete sich vor etwa 4,5 Milliarden Jahren der Prototyp unserer Erde. Ein halbgeschmolzener Felsenklumpen, der über hunderte Millionen Jahre mit Geschossen aus dem All bombardiert wurde. Kein Ort für Leben. Die Einschläge ließen nach, langsam nahm das Sonnensystem seine Gestalt an. Aber nur auf einem der 9 Planeten sollte die Saat der Supernova zu Leben erblühen. Erst nachdem die Erde abgekühlt war, vor etwa 3,8 Milliarden Jahren, sollte diese Saat eine Chance haben, aufzugehen. Vulkanausbrüche formten die Oberfläche immer wieder neu. Gestein mit geringer Dichte bildete die Kontinente, mit hoher Dichte die Böden der Ozeane. Kondensiertes Wasser von den Vulkanausbrüchen und von Kometen aus dem All hatte sich in den Meeren gesammelt. Die Kometen brachten Wasser, vielleicht aber auch Leben auf die Erde. Gase aus dem Erdinneren bildeten eine frühe Atmosphäre, großteils Stickstoff und Kohlendioxide. Blitzeinschläge könnten als Katalysator fungiert haben. Aber wo auf diesem brodelnden Planeten hätte der Funke des Lebens zünden können? Heiße vulkanische Quellen zum Beispiel, die reich an chemischen Lebensessenzen sind. Fossile Funde einzelliger Organismen deuten auf erste Lebensspuren vor 3,8 Milliarden Jahren, die Prokaryoten. Weitere Spuren fanden sich in den Tiefen der Ozeane, in unmittelbarer Nähe heißer unterseeischer Schlote. Aber die Prokaryoten existierten nur dort und waren nicht fähig zur Photosynthese. Doch erst durch die Photosynthese veränderte sich unsere Atmosphäre. Vor etwa 3,4 Milliarden Jahren bildeten sich in flachen Gewässern die ersten Stromatolithen, Mikroben, die zur Photosynthese fähig waren. Durch die Photosynthese wurde die Atmosphäre mit Sauerstoff angereichert. Eine schützende Ozonschicht bildete sich und in den Ozeanen entwickelten sich die ersten sauerstoffatmenden Zellen. Den Einzellern folgten mehrzellige Lebewesen, die sexuelle Reproduktion begann. Das Leben explodierte, alle 12 Millionen Jahre verdoppelte sich die Zahl der Arten. Vor 500 Millionen Jahren hatten sich die ersten äußeren Skelettstrukturen entwickelt. 30 Millionen Jahre später hatten die ersten Fische ein Rückgrat ausgebildet. Dann kam der große Sprung, das Leben entstieg dem Meer. Eine einfache Vegetation, Farne wie diese, begrünten das Land. Die ersten Insekten entwickelten sich und Reptilien, die als Dinosaurier den Planeten beherrschten. Dann kamen die Vögel und die ersten Blütenpflanzen. Und zuletzt die Säugetiere, die Affen und der Mensch. Diese Blüte des Lebens haben wir dem Platz der Erde im Sonnensystem zu verdanken. Als dritter Planet umrundet die Erde die Sonne im Zentrum der Lebenszone, hier grün, an ihren Rändern Mars und Venus.
Auch auf der Venus hätte das Leben eine Chance gehabt, aber unter ihrem dichten Wolkenmantel entwickelte sich ein Klima wie in einem Hochdruckdampfkocher, ein höllisches Inferno, zu nahe an der Sonne. Der Mars ist das andere Extrem, zu weit entfernt von der Sonne, gerade außerhalb der Lebenszone. Der rote Planet ist kalt, staubig und trocken. Noch vor 100 Jahren glaubten Astronomen, dass die Kanäle auf dem Mars vielleicht das Werk einer intelligenten Zivilisation seien. Heute weiß man es besser. Vielleicht ist Wasser in diesen Kanälen geflossen. Vielleicht ist dieses Tal von einem Fluss ausgewaschen worden. Und hier Spuren einer Flut. Vielleicht war der Mars vor langer Zeit feuchter und wärmer. Handelt es sich hier um ein ausgetrocknetes Flusssystem? Wie auch immer, eine trockene, öde Wüste, das ist die Realität heute. Wenn es hier je Leben gegeben hat, dann Mikroben, die sich so sicher nachweisen lassen wie das Eis an den Polen. Das ist der Jupitermond Europa, etwas kleiner als unser Mond. Hier könnte Leben existieren. Nicht jedoch auf der Oberfläche, die vollkommen von Eis überzogen ist. Risse und Verwerfungen, das Bild erinnert an Eismeere auf der Erde. Und wie auf der Erde könnte unter diesem Eispanzer ein Ozean liegen. Diese Strukturen lassen auf Aktivitäten im Inneren schließen. Vielleicht existieren in der Tiefe vulkanische Schlote, wie auf den Ozeanfluren der Erde. In ihrer unmittelbaren Umgebung, angereichert mit chemischen Nährstoffen, könnten sich bakterielle Organismen entwickelt haben. Jenseits von Jupiter ist es einfach zu kalt für Leben. Tatsache ist, dass es bis heute keine gesicherten Belege dafür gibt, dass Leben jenseits unseres Planeten in unserem Sonnensystem existiert hat oder existiert. Und was bringt der Blick zu den Sternen, zu anderen Sonnen und Planeten? Die Planeten anderer Sterne sind von der Erde aus nicht zu sehen, aber ihre Existenz ist nachweisbar. Diese unförmige Scheibe in der Nähe eines Sterns könnte auf einen großen Planeten deuten und dieser stellare Ring auf ein Planetensystem wie das unsere. Eine Scheibe aus Gas und Staub wird sichtbar, wenn man das helle Licht des Sterns Beta Pictoris abdeckt. Die Scheibe ist leicht verzogen, vielleicht durch die Schwerkräfte eines größeren Planeten, der den Stern umkreist. Astronomen glauben heute, dass Planeten eine natürliche Begleiterscheinung bei der Geburt neuer Sterne sind. Der Orionnebel. Hier werden aus Wolken von Gas und Staub neue Sterne geboren, so wie früher unsere Sonne und Planeten entstanden sind. Ein junger Stern in einem Kokon aus Staub. Diese Kokons sind der Stoff, aus dem sich Planeten formen. Von der Seite gesehen sind diese Kokons flache Scheiben. Planeten, die sich um ihren Stern herum formieren. Ein Stern mit einem Planeten hat ein Massezentrum, der grüne Punkt. Beide Körper drehen sich um dieses Zentrum. Und obwohl der Stern eine größere Anziehungskraft auf den Planeten ausübt, wirkt gleichzeitig die Kraft des Planeten auf den Stern. Die dadurch hervorgerufene Präzession, eine Schwingung der Sternachse, verrät den Astronomen die Existenz eines Planeten, auch wenn sie ihn nicht sehen. Selbst Orbit und Masse des Planeten lassen sich durch Messungen der Spektralverschiebungen des Sterns bestimmen. Mit dieser Methode sind bisher über 100 extrasolare Planeten entdeckt worden. Dieser, dem Jupiter ähnlich, umkreist den Stern 51 Pegasi. Hoffnung auf Leben gibt es hier nicht. Der Planet ist zu heiß, zu nahe an seiner Sonne. Mit der Präzessionsmessung lassen sich nur große Planeten nachweisen. Kleinere, wie unsere Erde, haben nicht die nötige Masse, eine messbare Schwingung der Sternenachse zu verursachen. Dieses Instrument jedoch, der Terrestrial Planet Finder, kann kleinere extrasolare Planeten ausfindig machen. Mit revolutionären Optiken ausgerüstet, wird er die Lebenszonen rund um andere Sterne scannen und vielleicht eines Tages auf eine fremde Welt stoßen, in der das Leben wie auf unserer Erde erblüht ist. Vom kleinsten Teil eines Atoms bis hin zum Sonnensystem. Von der Erde bis in die Tiefen des Kosmos. Alle Sterne und Galaxien bestehen aus den gleichen Elementen.
Alles ist aus Materie geformt, auch der Mensch. Bevor diese Masse und Vielfalt existierte, gab es nichts. Keine Materie, keine Strahlung, kein Raum, keine Zeit. Die meisten Kosmologen sind sich einig, das Universum wurde durch den Urknall, den Big Bang, geboren. Sie können auch erklären, wie, aber niemand weiß, warum. Aus dem Big Bang, einem winzig kleinen Krümel, explodierte das Universum. Aber es expandierte nicht in den Raum, weil dieser nicht existierte, sondern aus sich selbst heraus. Diese Expansion hält bis heute an. Der Abstand zwischen den einzelnen Galaxien nimmt weiter zu. Der Urknall ereignete sich vor rund 14 Milliarden Jahren. In der ersten Trillionstel-Trillionstel-Trillionstel-Sekunde wuchsen Raum, Zeit und Materie um das 100-Millionenfache, aber immer noch kleiner als ein Atom. In einem zweiten, dramatischeren Schritt dehnten sie sich zur Größe einer Galaxie aus. Das Universum war eine Suppe, so heiß, dass Energie zu Materie und Antimaterie zu festen, schweren Partikeln wurde. Als diese zu leichteren zerfiel, triumphierte die Materie über die Antimaterie im Verhältnis von 1 Milliarde zu 1. Die Temperatur war jetzt auf rund 1 Trillion Grad Celsius gesunken. Am Ende dieses Prozesses war das Universum 1/10 Millionstel Sekunde alt. Physiker simulieren diese Phase heute in Teilchenbeschleunigern. In 2 riesigen Ringen werden die Teilchen, schwere Ionen, in entgegengesetzter Richtung beschleunigt. Nahezu mit Lichtgeschwindigkeit kollidieren die Ionenstrahlen an den Kreuzungspunkten mit immenser Energie. Subatomare Partikel werden freigesetzt. Die Ringe des Teilchenbeschleunigers am amerikanischen Brookhaven National Laboratory sind 4 Kilometer lang. Für kurze Augenblicke öffnen sich hier Fenster in den embryonalen Zustand des Universums. Ein Plasma aus subatomaren Teilchen. 1/1000stel Sekunde nach dem Urknall formten sich aus den Quarks und Gluonen die Neutronen und Protonen. Nach 1 Sekunde und bei einer Temperatur von 1 Milliarde Grad bildeten Neutronen und Protonen die Atomkerne. Nach 3 Minuten entstanden die ersten Elemente, Wasserstoff, Helium und Lithium. Während der nächsten 350.000 Jahre wurden die Elektronen, hier blau, in enge Umlaufbahnen um die Atomkerne gezwungen. Die Temperaturen fielen auf 3000 Grad Celsius. Nachdem die Elektronen in Atomen gefangen waren, konnten sie nicht länger die Bahnen der lichttragenden Photonen blockieren. Plötzlich lichtete sich der Nebel, das Universum wurde transparent. So begann die von Materie dominierte Ära. Aus Wasserstoff- und Heliumwolken formten sich die Galaxien. Die Galaxien bildeten Haufen, die Haufen wiederum Superhaufen. Und so geht es weiter bis heute. Das Universum dehnt sich aus und kühlt ab. Diese Expansion ist ein Beleg für den Urknall. Ein anderer ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die rund 350.000 Jahre nach dem Big Bang, als das Universum sichtbar wurde, auftrat und bis heute anhält. Die schwachen Mikrowellen wurden 1965 eher zufällig entdeckt. Mit dieser unförmigen Radioantenne gelang die Entdeckung. Die Hintergrundstrahlung trat auf, nachdem das Universum von fast unendlicher Hitze auf durchschnittlich 3000 Grad abgekühlt war. Ursprünglich handelte es sich um Ultraviolettstrahlung, die sich zur Strahlung im Mikrowellenbereich wandelte, je weiter das Universum expandierte und abkühlte. Heute liegt die kosmische Temperatur des Universums bei minus 270 Grad Celsius. 1992 konnte mit Hilfe des Satelliten COBE die Hintergrundstrahlung durch Temperaturmessungen des Universums weiter erklärt werden. Die verschiedenen Färbungen sind Temperaturabweichungen von nur wenigen Millionsteln Grad. 2001 wurde ein weiterer Satellit gestartet, um die Messungen von COBE zu präzisieren. 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt erreichte der Satellit eine Region frei von Mikrowellen und magnetischen Interferenzen der Erde.
Die Sonne, die Erde und den Mond im Rücken konnte die Sonde Messungen in einem stabilen thermischen Umfeld vornehmen. Durch Ausblenden des Rotbereiches konnte WMAP das Universum im Mikrowellenbereich vermessen. Die Ergebnisse waren bemerkenswert. Zum Vergleich, links die unscharfen Messungen von Kobe. Das sind die detaillierten scharfen Wellen von WMAP. Wie ein Kiesel in einer Flüssigkeit. Links die Wellen in Öl unterscheiden sich von denen rechts in Wasser. Das Medium bestimmt die Wellen. Ebenso die Zahl der Kiesel, ihre Größe und Masse. Diese Wellen zeigen die Dichteunterschiede des frühen Universums. Die Expansion nach dem Big Bang verlief nicht homogen. Die Materie verklumpte. Die von WMAP erstellten Temperaturkarten enthüllten diese Verklumpungen. Das waren die Samen für die Riesenstrukturen im Universum. Innerhalb einer Milliarde Jahre nach dem Urknall bildeten sich diese Strukturen aus, die Galaxien, und zwischen ihnen leerer Raum, der sich weiter ausdehnte. Sterne wurden geboren. Überall im Universum wurde das Licht angezündet. Gas verdichtete sich, erhitzte sich und zündete nukleare Fusionen. Diese erste Generation von Sternen war heißer, heller und massiver als die heutigen Superriesen. Generationen später ballten sich Galaxien entlang kosmischer Strings zu Superhaufen zusammen. Die Samen für diese Strukturen waren die Dichteunterschiede zu Beginn des Universums, die durch die Hintergrundstrahlung nachgewiesen werden konnten. Die etwa 50 Milliarden Galaxien sind die Bausteine des Universums. Die meisten existieren in Gruppen von einigen Dutzend bis hin zu Tausenden in den Superhaufen. Das ist einer der massivsten Galaxienhaufen, zusammengehalten durch die Schwerkraft. Diese Simulation zeigt die Entstehung eines Galaxienhaufens über einen Zeitraum von 10 Milliarden Jahren. Galaxien stoßen zusammen und verklumpen. Die meisten Astronomen glauben heute, dass die Haufen, auch Cluster genannt, so entstanden sind. Diese Simulation zeigt das Bild einer möglichen kosmischen Evolution. Teleskope können heute in die Zeit zurückblicken, in der sich die ersten Galaxien formten. Ein Prozess des ewigen Wandels, ausgelöst durch den Big Bang. Die Bildung der ersten Galaxis, die vermutlich 500 Millionen Jahre nach dem Big Bang passierte, konnte noch nicht beobachtet werden. Noch sind diese frühen Jahre des Universums den Teleskopen verborgen. So weit können die Astronomen heute zurückblicken. Ein Zoom in anscheinend leeren Raum, dann zeigen sich einige Lichtpunkte. Je tiefer der Blick, desto weiter zurück in der Zeit reicht er. Mit dem Hubble Space Teleskop können wir sozusagen Bohrkerne des Universums entnehmen. ...800 Belichtungen. Das ist das tiefste optische Bild des Universums. Fast 10.000 Galaxien entdeckte Hubble hier. 100 der kleinsten Punkte sind die weitest entfernten Galaxien. Sie haben sich etwa 800 Millionen Jahre nach dem Big Bang geformt. Die ältesten Galaxien haben die seltsamsten Strukturen. Im Kontrast dazu im Vordergrund die näheren, jüngeren Galaxien mit gewöhnlichen Spiralstrukturen. Das Universum ist voller Geheimnisse. Vor allem, warum ist es entstanden? Dieser String von Galaxien ist ein weiteres Rätsel. Astronomen schätzen ihn auf ein Alter von 11 Milliarden Jahren. Aber wie konnte sich eine so massive Struktur so früh entwickeln? Es widerspricht unserem momentanen Verständnis der kosmischen Evolution. Unsere Galaxis, die Milchstraße. In ihrem Zentrum vermutlich ein großes schwarzes Loch, um das sich eine spiralförmige Scheibe dreht, die aus mehr als 200 Milliarden Sternen besteht. Eine stellare Masse, die um ein galaktisches Zentrum wirbelt. Einer dieser Sterne ist unsere Sonne mit ihren Planeten. Sie liegen im äußeren Drittel der Galaxis.
Unser Blick auf die Milchstraße beginnt von der Erde. Dieser Stern mit seinen zwei Begleitern ist unser nächster Nachbar, Alpha Centauri, 4¼ Lichtjahre entfernt. Der nächste ist Barnards Stern, ein roter Zwerg, 5,9 Lichtjahre entfernt. Sirius ist 8,6 Lichtjahre entfernt. Vom Arcturus braucht das Licht 37 Jahre, um die Erde zu erreichen. Mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde braucht das Licht 43 Jahre für die Reise von Capella zur Erde. Castor, ein Dreifachsystem, ist 52 Lichtjahre entfernt. Von den Doppelsternen Mizar und Alcor ist die Erde 59 Lichtjahre weit weg. Von Algol sind es 95 Lichtjahre bis zur Erde. Beta Lyrae, eine Gruppe veränderlicher Sterne, ist 300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Trotz dieser immensen Entfernungen sind diese Sterne unsere nächsten Nachbarn in der Weite der Milchstraße. Von der Erde aus blicken wir auf die Kante der Milchstraße. Erst von unten gesehen werden die Ausmaße unserer Galaxie sichtbar. 20.000 Lichtjahre stark und 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. Unserer Galaxis sehr ähnlich ist diese Galaxis M83. In ihren Spiralarmen zeigen rosafarbene Flecken die Geburt neuer Sterne. In unserer Galaxis lässt sich dieses Phänomen im Orionnebel beobachten. Heiße, junge Sterne, die Gase in ihrem Umfeld aufleuchten lassen. Hier werden Sterne geboren. Wolken aus Wasserstoff kollabieren unter ihrem eigenen Gewicht, Druck und Temperatur steigen. Wenn der Kern einer Wolke heiß genug ist, entzündet sich eine Kernschmelze. Ein Stern ist geboren. Ein anderer Ort, an dem Sterne geboren werden, der Adlernebel mit seinen berühmten Säulen der Schöpfung. Diese Säule ist 4 Lichtjahre hoch, ein Finger aus dichtem molekularem Wasserstoff, erleuchtet vom ultravioletten Licht neugeborener Sterne. Während das Licht die Säule erhält, werden in dichten Globuli immer wieder neue Sterne geboren. Bei der Geburt von Sternen treten stellare Winde auf. Hell leuchtende junge Sterne haben so das Zentrum des Rosetta-Nebels freigeweht. Die stellare Windblase hat einen Durchmesser von 400 Lichtjahren. Der Strahlungsdruck eines einzigen jungen Sterns hat den Blasennebel verformt. Diese dunkle Schneise im Skorpion wurde ebenfalls von den Sternwinden neugeborener Sterne geschaffen. Auch Haufen älterer Sterne erzeugen stellare Winde. Sie wehen Gas und Staub in den interstellaren Raum. Die Plejaden sind junge Sterne, die sich noch in Nebeln hüllen. In Nebeln werden Sterne geboren, vom roten Zwerg bis hin zum Überriesen. Je größer ein Stern ist, desto größer sein Hunger und desto kürzer sein Leben. Unsere Sonne ist ein Stern durchschnittlicher Größe mit einer Lebensspanne von 10 Milliarden Jahren. In ihrem Kern verschmelzt sie Wasserstoff zu Helium. Durch diese nukleare Kettenreaktion bei Temperaturen von fast 15 Millionen Grad werden jede Sekunde 4 Millionen Tonnen Masse in Energie verwandelt. Energie, die unsere Sonne scheinen lässt. Eines Tages, wenn der Wasserstoff im Kern zur Neige geht, wird die Sonne ihre Farbe ändern. Sie wird leuchten wie dieser orange-rote Stern. Hier sind mehrere sogenannte rote Riesen zu sehen. Ein roter Riese ist ein sterbender Stern. Nachdem der Wasserstoff im Kern verbraucht ist, bläst sich der Stern zum mehr als 100-fachen seiner Originalgröße auf und verpufft dabei Gaswolken ins All. Ein Beispiel dafür ist der Helixnebel. Hier noch weitere Beispiele. Diese Ringe heißen planetarische Nebel, weil sie den Eindruck erwecken, als würden Planeten den Stern umkreisen.
In 5 Milliarden Jahren wird unsere Sonne dieses Schicksal ereilen. Der Wasserstoff im Kern geht dem Ende zu, die innere Stabilität ist verloren, die Sonne bläht sich auf. Erst wird sie den Merkur, dann die Venus verschlucken, tief im Inneren wird sie Helium zu Kohlenstoff verschmelzen, Wolken aus Gas verpuffen ins All, unsere Sonne wird zum roten Riesen. Die Erde wird als verbrannte Schlacke überleben. Am Ende wird die Sonne ihren äußeren Mantel absprengen und ihr kollabierter Kern liegt bloß. Jetzt ist sie ein weißer Zwerg. Im Vergleich zu den Riesen und Überriesen hat unsere Sonne ein langes Leben. Unsere Sonne im Vergleich zu einem Stern mit der dreifachen Masse. Auch er beginnt sein Leben mit dem Verschmelzen von Wasserstoff zu Helium. Wenn der Wasserstoff zur Neige geht, wird Helium zu Kohlenstoff verschmolzen. Dieser Prozess, der bei etwa 100 Millionen Grad abläuft, ist die Hauptenergiequelle im kurzen Leben eines Riesensterns. Aber wie unsere Sonne wird der Riese als weißer Zwerg enden. Nur die Überriesen haben ein anderes Ende. Dieser Überriese hat die 15-fache Masse unserer Sonne. Auch er verschmelzt am Anfang Wasserstoff zu Helium. Und wenn der Wasserstoff zur Neige geht, wird Helium zu Kohlenstoff verschmolzen. Dann wird Kohlenstoff zu Neon und Magnesium verschmolzen. Der Stern bildet immer schwerere Elemente. Bei Temperaturen von über 3 Milliarden Grad Celsius, wenn es zur Verschmelzung von Eisen kommt, ist das Spiel aus. Der Stern explodiert in einer Supernova, die so hell leuchten kann wie eine Galaxis. Er sprengt seine äußeren Schichten ab, während der Kern zu einem Klumpen mit einem Durchmesser von weniger als 20 Kilometern kollabiert. Ein kleines Körnchen hat ein Gewicht von mehreren Tonnen. Der Kern des Überriesen wird zu einem Neutronenstern, ein Pulsar, der sich in einer Sekunde mehrere Male um die eigene Achse dreht. Der Krebsnebel ist das Relikt einer solchen Supernova, die 1054 von chinesischen Astronomen beobachtet wurde. Zeitrafferaufnahmen des Hubble-Teleskops zeigen, wie der Neutronenstern im Zentrum des Krebsnebels weiter Ringe aus Materie abstößt. Die Materie, die der Neutronenstern abstößt, formt einen Ring wie ein Donut um den Stern. Materie von einem normalen Stern wird von einem Neutronenstern aufgesaugt. Wenn sie auf die Oberfläche trifft, kommt es zu Superexplosionen, die in 3 Stunden mehr Energie freisetzen als unsere Sonne in 100 Jahren. Beobachtungen solcher Explosionen haben gezeigt, dass sich Neutronensterne hunderte Male pro Sekunde um die eigene Achse drehen. Unsere Galaxis ist voller Wunder, so wie der Carina-Nebel. Hier existiert einer der größten bekannten Sterne, Eta Carinae. Der Stern mit der 100-fachen Sonnenmasse stößt bereits Materieringe ab. Eine Supernova steht kurz bevor. Dieser Überriese wird nach seiner kolossalen Explosion jedoch nicht zu einem Neutronenstern, sondern zu einem schwarzen Loch kollabieren. Supernovas sind das Lebenselixier unserer Galaxis. Ihre Trümmer und Schockwellen helfen, neue Sterne wie unsere Sonne zu erschaffen. Ihre chemischen Elemente finden sich auf jedem Planeten und in jedem von uns. Unsere Galaxis, die Milchstraße, ist eine von 50 Milliarden Galaxien, die unser Universum bilden. Dieses Teleskop ist noch nicht gebaut und man weiß noch nicht, wo man es bauen wird. Aber wenn es eines Tages in Betrieb genommen werden sollte, wird es unseren Blick ins Universum revolutionieren. Bis dahin steht das leistungsfähigste Teleskop der Erde hier, auf einem Berggipfel in der Wüste Chiles, die 4 Einheiten des Very Large Telescope. Man entschied sich für diesen Standort des VLT, um seine Leistung zu maximieren. Ideal für Observatorien ist eine trockene Luft hoch über den Wolken. Die Kanaren und die Inseln von Hawaii sind gute Standorte, weil die Ozeane die Atmosphäre stabilisieren.
Je weniger Bewegung in der Luft, desto schärfer die Bilder. Ein anderer entscheidender Faktor ist die Dunkelheit. Observatorien werden deswegen möglichst weit entfernt von den künstlichen Lichtern und dem Dunst der Großstädte erbaut. Je heller unser Planet wird, desto seltener werden gute Standorte für Teleskope. Ein Teleskop funktioniert im Prinzip wie ein menschliches Auge. Das Licht eines Objektes tritt durch die Linse und wird auf der Retina fokussiert. Dann wird das Bild im Hirn verarbeitet. Er öffnet sich wie eine Blüte, der Primärspiegel eines Spiegelteleskops. Wie die Linse des Auges sammelt er das Licht. Der Spiegel bildet die Basis des Teleskops. Er sitzt auf einem komplexen Rahmen, der die Optiken präzise ausrichtet. Das Keck-Teleskop auf Hawaii. Der Primärspiegel besteht nicht aus einem Teil, sondern aus 32 Hexagonen Einzelspiegeln. Zusammen formen sie einen 10-Meter-Spiegel. Aber wie funktioniert ein Teleskop? Licht aus dem Kosmos wird im Primärspiegel gesammelt und auf einen Sekundärspiegel geworfen, dann zurück durch ein Loch im Primärspiegel zum Brennpunkt hinter dem Spiegel. Dieser Primärfokus liegt immer hinter dem Primärspiegel. Wenn man die Lichtstrahlen kurz vor dem zweiten Erreichen des Hauptspiegels durch einen dritten Spiegel rechtwinklig aus dem Teleskoptubus ablenkt, bündeln sie sich seitlich des Teleskopes. Dieser Brennpunkt, der Nesmith-Fokus, liegt hier. Er erlaubt den Gebrauch schwerer und großer Zusatzinstrumente, ohne das Teleskop aus seiner Balance zu bringen. Die Fokusebene entspricht der Retina. Und der Ort, an dem die Bilder verarbeitet werden, entspricht unserem Gehirn. Ein großes, modernes Teleskop wie der Keck-Spiegel ist auf einer Leichtmetallkonstruktion montiert und lässt sich computergesteuert einfach und schnell bewegen. Ältere Teleskope wie dieses sind auf massiven Konstruktionen montiert. Auch das Anglo-Australian Observatorium ist unter einer riesigen Kuppel parallaktisch montiert. Der größte parallaktisch montierte Reflektor ist der 5-Meter-Spiegel des Hale-Teleskops unter einer mehrere tausend Tonnen wiegenden Kuppel auf dem Mount Palomar in Kalifornien. Leicht wirkt dagegen der doppelt so große Spiegel des modernen Keck-Teleskops. Das in der Nähe stehende Gemini-Observatorium verfügt über eine Kuppel, die sich rundum öffnet. Das beschleunigt den Ausgleich zwischen kalter und warmer Luft außen und innen. Atmosphärische Stabilität ist entscheidend für gute Himmelsbilder. Ein Problem, das das Hubble-Teleskop nicht hat. Sein 2,4 Meter Spiegel umkreist die Erde in 600 Kilometern Höhe. Von entsprechender Qualität sind die Bilder. Die fehlenden atmosphärischen Störungen machen die durchschnittliche Größe des Spiegels mehr als wett. Hubble wurde 1990 an Bord eines Space Shuttle in den Orbit geschossen. Während weiterer Shuttle-Missionen wurde Hubble gewartet, repariert und verbessert. Eine dieser Missionen war 2002. Das Rendezvous. Hubble wird in die Cargo-Luke des Shuttle gezogen. Zuerst werden die Sonnensegel eingerollt, sie müssen ersetzt werden. Die Astronauten bereiten die neuen Paneele vor. Sie sind effizienter als die alten, versorgen das Teleskop mit zusätzlicher Energie. Als nächstes wird eine fehlerhafte Energiekontrolleinheit ersetzt. Die alte Einheit wird herausgenommen. Das neue Ersatzteil. In Handarbeit wird es angeschlossen. Keine einfache Aufgabe mit diesen dicken Handschuhen. Hubble liefert seine Bilder mit Instrumenten hinter dem Primärspiegel. Das Licht trifft auf den Primärspiegel, wird zum Zweitspiegel und von dort zurück durch eine Öffnung auf die Instrumente geworfen. Als nächstes muss die Faint Object Kamera entfernt werden. Sie soll durch die ACS, die Advanced Camera for Survey, ersetzt werden.
Als nächstes wird ein defekter Kühler an einem Instrument mit dem Namen NICMOS ausgetauscht. NICMOS steht für Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer. Fertig. Nach Vollendung der Arbeiten wird Hubble in einen höheren Orbit gebracht und wieder ins All entlassen. Das sind die Bilder von NICMOS. Und das Bilder der ACS. Beide Instrumente zusammen lieferten dieses Bild junger Galaxien. Aber auch die erdgebundene Astronomie macht Fortschritte. Dieser 20-Tonnen-Spiegel ist einer von vieren für das VLT, das Very Large Telescope. 8,2 Meter Durchmesser, 17 cm dick, geschliffen und poliert auf 10 Nanometer genau. Jeder Spiegel wird von 150 Stützen getragen, kleine computerisierte Instrumente, die die optimale Wölbung des Spiegels erhalten. Die sogenannte aktive Optik korrigiert mit Hilfe intelligenter Computerverfahren kleinste Abweichungen des Spiegels bei der Nachführung. Ein anderes Problem ist die Ablenkung des Lichts durch Turbulenzen in der Atmosphäre. Das Ergebnis sind unscharfe Bilder. Aber auch hier wurde eine Lösung gefunden, die adaptive Optik. Sie erkennt Lichtstrahlen, die durch Turbulenzen abgelenkt wurden, und gleicht dies durch Nachstellen des Zweitspiegels aus. Die Lichtstrahlen werden sozusagen geglättet, so als wäre die Luft über dem Teleskop absolut ruhig. Die Bilder des VLT sind gestochen scharf. Bisher war nur Hubble in der Lage, diese gestochen scharfen Bilder zu liefern. Zwei Bilder desselben Sterns, von Hubble und vom VLT. Dank der adaptiven Optik kann das VLT von der Erde aus Bilder wie aus dem All liefern. Die zwei Keck-Teleskope auf Hawaii sammeln das Licht in einem Brennpunkt, um so die Leistung eines größeren Spiegels zu erreichen. Beim VLT wird das Licht der vier großen Spiegel mit vier kleineren gesammelt. Zusammen erreicht man so die Leistung eines 16-Meter-Spiegels. Das Auge eines Riesen. Und das wird der Überriese, das OWL, das Overwhelmingly Large Telescope, ein Auge mit einem Durchmesser von 100 Metern. Das OWL ist ein internationales Projekt, das sich noch in der Planung befindet, so gewaltig, so ehrgeizig. Noch ist kein geeigneter Ort gefunden worden. OWL wird Planeten anderer Sterne sichtbar machen, so wie die Geburt frühester Galaxien. OWL ist für die Wissenschaft mindestens so bedeutend wie Galileos erstes Teleskop. Wie wird das Universum vermessen? Astronomen beschreiben es in Lichtjahren, die Distanz, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Diese Galaxis, Andromeda, ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Ihr Licht braucht 2,5 Millionen Jahre bis zur Erde. Unsere Galaxis, die Milchstraße, hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. In einem Jahr reist Licht 9,5 Millionen Kilometer weit. Eine Entfernung, die nur sinnvoll in Lichtjahren auszudrücken ist. Unsere Sonne ist 30.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Ein kosmischer Maßstab ist der Durchmesser des Erdorbits um die Sonne, fast 300 Millionen Kilometer. Mithilfe dieser Zahl lässt sich die Distanz zu benachbarten Sternen messen.
Weitere wichtige Faktoren sind ihre Farbe, ihre Masse, ihre absolute und ihre scheinbare Helligkeit. Der Blick auf einen benachbarten Stern im Januar. Während sich die Erde auf ihrem Orbit weiter bewegt, scheint sich der Stern in Relation zum Himmelshintergrund zu verschieben. Auf der anderen Seite des Erdorbits, also im Juli, ist diese Verschiebung deutlich messbar. Mit dem Grad der Verschiebung und dem Durchmesser des Erdorbits lässt sich mit Hilfe einfacher Trigonometrie die Entfernung des Sterns ermitteln. Mit dieser Methode der Sternparallaxe lassen sich die Entfernungen von Sternen bis zu mehreren hundert Lichtjahren bestimmen. Untauglich ist diese Methode jedoch für unsere gesamte Galaxis und die zahlreichen Sternhaufen. Ein Kugelsternhaufen zählt bis zu 1 Million Sterne. Die Sternendichte ist bis zu 1000-mal höher als in unserem Teil der Galaxis. Und es sind meistens alte Sterne. Die ältesten von ihnen, 10 bis 13 Milliarden Jahre alt, stammen aus einer Zeit, in der unsere Galaxis sich erst zu formen begann. Diese blauen Schleier sind Satellitengalaxien unserer Milchstraße. In der südlichen Hemisphäre sind sie mit bloßem Auge sichtbar. Die große und die kleine Magellansche Wolke. Beide sind reich an jungen, hell scheinenden Sternen. Das ist die große Magellansche Wolke, LMC. 1987 war hier eine Supernova zu beobachten. Die Explosion der Supernova ereignete sich vor 160.000 Jahren. Die LMC ist 160.000 Lichtjahre entfernt. Das Lichtecho der Supernova. Die kleine Magellansche Wolke ist weiter entfernt als die große. Beide sind Satellitengalaxien der Milchstraße. Weitere Satellitengalaxien sind die Galaxis IC 5152, die Zwerggalaxis Leo 1 und NGC 6822, ein weiterer Zwerg. Das größte Mitglied unserer lokalen Galaxiengruppe ist der Andromeda-Nebel. Wie die Milchstraße ist er eine Spiralgalaxis, aber fast doppelt so groß. In einem Arm des Andromeda-Nebels finden sich zahlreiche Cepheiden, veränderliche Sterne mit sehr hoher Leuchtkraft. Mit ihrer Hilfe lässt sich der Kosmos in den Weiten vermessen, die sich mit der Sternparallaxe nicht mehr bestimmen lassen. Die Helligkeit eines Cepheiden variiert. Dieser, klein und hell, pulsiert schnell. Dieser, größer und noch heller, pulsiert langsamer. Die periodische Veränderung steht in direkter Beziehung zur absoluten Leuchtkraft eines Cepheiden. Durch die Kalibrierung eines Cepheiden der lokalen Gruppe lässt sich die Entfernung anderer Cepheiden anhand ihrer Periodizität bestimmen. So ist M33, die Dreieckgalaxis, fast 3 Millionen Lichtjahre entfernt. Noch tiefer in der Bildhauergruppe liegt NGC 55. Die Spiralgalaxis NGC 300, 6 bis 8 Millionen Lichtjahre entfernt, ebenso wie die Silbermünzengalaxis NGC 253. Noch weiter entfernt ist die M81-Gruppe, etwa 12 Millionen Lichtjahre. M81 interagiert mit der benachbarten M82, eine Galaxis voller Feuerstürme von Sterngeburten. Mit Hilfe von Cepheiden wurde die Entfernung von NGC 4945 auf fast 13 Millionen Lichtjahre bestimmt. Dahinter liegt Centaurus A, die größte Galaxis des Centaurushaufens. Im Centaurushaufen, 13 bis 15 Millionen Lichtjahre entfernt, findet sich auch die schöne Spiralgalaxis M83. Mehr als doppelt so weit entfernt liegt die kleine Galaxiengruppe Leo 1. Die Galaxis links im Bild interagiert mit den anderen. Und noch eine Interaktion zwischen zwei Galaxien, 37 Millionen Lichtjahre entfernt, die Whirlpool-Galaxis und ihr Begleiter. NGC 3198, 47 Millionen Lichtjahre entfernt. M91, eine Balkenspirale, 52 Millionen Lichtjahre entfernt. Im Vergleich dazu eine klassische Spirale M100.
Nach 55 Millionen Lichtjahren erreicht man den Virgo-Haufen, das Zentrum des Virgo-Superhaufens, zu dem auch die Milchstraße zählt. Hier liegt die elliptische Galaxis M60 und die gigantische elliptische Galaxis M87 mit 50 mal mehr Sternen als unsere Galaxis. Noch tiefer im All, 60 Millionen Lichtjahre entfernt, die Fornax-Gruppe mit dieser Balkenspiralgalaxis. Jenseits dieser Galaxis, 98 Millionen Lichtjahre entfernt, sind die Cepheiden nicht mehr zu erkennen. Von hier an braucht man eine andere Messlatte. Ein Stern explodiert in einer Galaxis, deren Entfernung durch Cepheidenmessung bestimmt werden konnte. Das gleiche hier, beide Galaxien sind 39 Millionen Lichtjahre entfernt. Es waren Supernovas vom Typ 1a, eine neue Maßeinheit war gefunden. Ein weißer Zwerg, der Materie von einem roten Riesen abzieht, explodiert, wenn er die 1,4-fache Sonnenmasse erreicht, mit einer absoluten Standardhelligkeit. Diese Helligkeit einer 1a-Supernova lässt sich mit einer Cepheidenmessung kalibrieren. Mit dieser Methode ließ sich die Entfernung des Hydra-Centaurus-Superhaufens auf 150 bis 160 Millionen Lichtjahre bestimmen. Der Koma-Haufen, 320 Millionen Lichtjahre entfernt. Und der Herkules-Haufen, 500 Millionen Lichtjahre entfernt. Das Mount Wilson-Teleskop in Kalifornien war einst das größte der Welt. Hier machte der Amerikaner Edwin Hubble beim Studium von Galaxien in den späten 20er Jahren eine grundlegende Entdeckung. Er beobachtete eine Rotverschiebung im Spektrum der Galaxien. Und es schien, je schwächer eine Galaxie leuchtete, je weiter sie also vermutlich entfernt war, desto größer war die Rotverschiebung. Das bedeutete für Hubble, dass das Universum expandiert. Nicht die Galaxien expandieren, es ist der Raum, der expandiert und die Galaxien mitzieht. Mit der Ausdehnung des Raums wird das Licht der Galaxien zum roten Ende des Spektrums verschoben. Je weiter die Galaxien entfernt, desto größer die Rotverschiebung, der Hubble-Effekt. Die Entfernungen von Galaxien jenseits einer Milliarde Lichtjahre lassen sich mit der Rotverschiebung bestimmen. Dieser Galaxienhaufen ist 1,4 Milliarden Lichtjahre entfernt. Dieser 2,2 Milliarden. Und dieser etwa 5 Milliarden. Diese Aufnahme des Hubble Space Teleskops zeigt einen Galaxienhaufen in 9 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Von der Erde aus gesehen entspricht dieser Fleck des Himmels einem Zehntel der Größe des Mondes. Ein Zoom durch Raum und Zeit, keine Computeranimation, sondern Bilder des Hubble Ultra Deep Field. Je tiefer der Blick ins All, desto weiter zurück reicht er in die Zeit. In diesem Abschnitt entdeckte Hubble 10.000 Galaxien, die entferntesten 13 Milliarden Lichtjahre weg, die Kinderstube des Universums. Ihr Alter und ihre Entfernung wurden durch Rotverschiebung bestimmt. Eine Röntgenkarte des Kosmos. Wellenlängen, die optische Astronomie nicht erfassen kann. Die Röntgenastronomie enthüllt die heißen Orte des Universums, Gase im Umfeld supergroßer schwarzer Löcher, kollidierende Galaxien, Supernovas und stellare Feuerstürme. Das optische Bild einer Supernova. Das Röntgenbild, auf dem die expandierende Gashülle deutlicher zu sehen ist. Optisch betrachtet eine scheinbar normale Galaxis. Röntgenaufnahmen hingegen zeigen eine gigantische Explosion. Die Galaxis Centaurus A. Erst das Röntgenbild zeigt zwei aufeinanderstoßende Galaxien. Stevens Quintet, eine Gruppe von 5 interagierenden Galaxien. Das Röntgenbild zeigt blaue Materieströmungen als Folge des gegenseitigen Aufeinanderwirkens.
Sichtbares optisches Licht setzt sich aus Wellenlängen zusammen, die unser Auge sehen kann. Das sichtbare Licht setzt sich aus 7 Regenbogenfarben zusammen. Die kürzeste Wellenlänge ist violett, die längste sichtbare rot. Aber das optische Licht ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Wellenspektrum. Links, jenseits von Violett, liegt die Ultraviolettstrahlung, noch weiter links die Röntgenstrahlen und die sehr kurzwelligen Gammastrahlen. Rechts vom Rot liegen der Infrarotbereich und die langen Radiowellen. Das menschliche Auge sieht nur einen kleinen Ausschnitt aus der gesamten Bandbreite der Strahlen. Das optische Bild der Galaxis M51. M51 im Radiowellenbereich, Unsichtbares sichtbar gemacht. M51 im Infrarotbereich zeigt kalte Wolken aus Gas und Staub. Die Ultraviolettstrahlung macht heiße, junge Sterne sichtbar. Und schließlich ein Röntgenbild, das die heißesten Gase in M51 hervorhebt. Rauchpartikel reflektieren und lenken Laserstrahlen ab. Ähnliche Probleme hat die Astronomie des nicht sichtbaren Bereiches mit der Erdatmosphäre. Staub und Feuchtigkeit lenken die Strahlung ab. Optische Teleskope werden auf Berggipfeln erbaut, um die atmosphärischen Beeinträchtigungen zu minimieren. Das gleiche gilt für Infrarotteleskope. Oberhalb der Wolken gibt es kaum Wasserdampf, der die Infrarotstrahlung absorbiert. Nur die Strahlung des sichtbaren Lichtes und Radiowellen dringen in tiefere Regionen vor. Die meisten anderen elektromagnetischen Wellen werden durch die Atmosphäre reflektiert oder absorbiert. Sie können nur im All registriert werden. Die langen Radiowellen dringen jedoch bis zur Erdoberfläche vor. Sie werden mit großen Radiospiegeln, wie hier in Parkes, Australien, oder einem Netzwerk kleiner Antennen aufgefangen. In New Mexico steht das America's Very Large Array. Durch die Apertursynthese haben die 27 großen Antennen einen gemeinsamen Fokus. Das Radiobild von den Überresten der Tycho-Supernova. Und hier Radiogalaxien. Die Jets deuten auf supergroße schwarze Löcher im Zentrum der Galaxien. Ein optisches Bild des Crabnebels, Überreste einer Sternexplosion. Der superdichte Kern, ein Pulsar, wird erst auf dem Radiobild sichtbar. Das optische Bild einer Gruppe scheinbar normaler Galaxien. Das Radiobild zeigt jedoch, wie Materieströme zwischen den einzelnen Galaxien fließen. Die elliptische Galaxis M84. Erst das Radiobild enthüllt die Jets eines supermassiven schwarzen Lochs. Eine weitere elliptische Galaxis, NGC 1316. Radiobilder enthüllen große Gasblasen auf beiden Seiten. Zur Infrarotastronomie. Spitzer, das kälteste Teleskop im All. Weit genug von der Infrarotstrahlung der Erde entfernt und geschützt vor der Sonne ist Spitzer auf minus 270 Grad Celsius heruntergekühlt. Die Infrarotastronomie untersucht vor allem dichte Staubwolken und die kälteren Orte des Universums. Spitzer scannt eine Wolke in verschiedenen Infrarotwellenlängen. Neugeborene Sterne werden sichtbar, ein Sternenpaar. Optisch scheint ein Stern heller als der andere. Die Infrarotaufnahmen zeigen den Grund. Einer der beiden Sterne ist vermutlich von einer planetarischen Scheibe umgeben. Hier wieder zuerst eine optische Aufnahme, dann eine Infrarotaufnahme. Die Wolke wird durchsichtig. Flammen von Gas schießen aus einem neugeborenen Stern. Der Tarantula-Nebel. Die Infrarotaufnahmen enthüllen ihn als brodelnde Suppe, in der Sterne geboren werden. Das optische Bild der Galaxis M81. Die Infrarotaufnahmen heben die Spiralarme der Galaxis hervor. Die hellen Flecken, langwelliges Infrarot, zeigen Orte, an denen sich Riesensterne bilden. Ein Teil des Sonnenlichts ist die Sonnenbrand verursachende Ultraviolettstrahlung.
Aber nur ein Bruchteil der UV-Strahlung dringt durch die Atmosphäre. Die sehr kurzwellige UV-Strahlung kann nur aus dem All aufgezeichnet werden, zum Beispiel von der Sonde SOHO. Das ist eine Ultraviolettaufnahme der brodelnden Sonnenatmosphäre, der Korona. Und das im extrem kurzwelligen UV-Bereich, die heiße obere Schicht der Korona. Eine andere Sonde, die den Kosmos im UV-Bereich abbildet, ist Galax. Bei jedem Orbit um die Erde scannt Galax ein Achtel des Himmels. Ein optisches Bild der Galaxis Centaurus A. UV-Aufnahmen von Galax zeigen große Emissionen junger, heißer Sterne. Die Andromeda-Galaxis. UV-Aufnahmen von Galax zeigen, wo Sterne geboren werden. Das gleiche hier, eine Galaxis in der Bildhauergruppe. Chandra ist das beste Observatorium, über das die Röntgenastronomie derzeit verfügt. Von normalen Spiegeln werden Röntgenstrahlen einfach absorbiert. Chandras Spiegel sind konzentrische Tonnen, die die flach einfallenden Röntgenstrahlen reflektieren und in einem elektronischen Detektor fokussieren. Nach einer Supernova. Chandra registriert Wellen aus expandierendem Gas, die im Röntgenbereich hell leuchten. Cassiopeia A nach einer Supernova. Die Galaxis M82. Röntgenaufnahmen zeigen explodierende Sterne, Neutronensterne und schwarze Löcher. Antennae, zwei kollidierende Galaxien. Optische Aufnahmen zeigen Feuerstürme von Sterngeburten. Die Röntgenaufnahmen enthüllen einen Mahlstrom aus explodierenden Sternen, Neutronensternen, schwarzen Löchern und 100 Millionen Grad heißen Gasen. Perseus A, eine Galaxis mit einem schwarzen Loch. Entdeckt wurde es durch Röntgenaufnahmen, die diesen weißen Fleck im Zentrum zeigen. Diese Wellen sind eine Folge von Materie, die in der Nähe des schwarzen Lochs austritt. Das Universum im optischen Licht. Und das ist der Kosmos im Gammastrahlenbereich. Die gewaltigsten Explosionen im Universum werden auf diesen Satellitenaufnahmen sichtbar. Durchschnittlich ist pro Tag ein Gamma-Burster am Himmel zu beobachten. Ursache ist vermutlich eine Hypernova, ein sterbender, supermassiver Überriese. Sein Kern kollabiert zu einem schwarzen Loch, während energiereiche Jets aus der Akkretionsscheibe herausgeschleudert werden. Sie schießen durch die stellare Oberfläche, bis ein supermassives schwarzes Loch im Inneren alles beendet. Ein Gamma-Burster. Der Blitz leuchtet so hell wie Millionen, Trillionen Sonnen und ist nur im Gamma-Strahlenbereich zu sehen, der energiereichsten Strahlung im elektromagnetischen Spektrum. Ein Doppelsternsystem. Ein blauer Überriese und sein hungriger Begleiter, ein schwarzes Loch. Unentwegt wird dem hilflosen Riesen Materie entzogen. Das schwarze Loch, ein Objekt, das zu einer Dichte kollabiert ist, dessen Schwerkraft nichts entkommt, nicht einmal Licht. Materie des Riesen wird in die Akkretionsscheibe aufgesaugt. Übertritt sie von hier den Ereignishorizont, ist sie für immer gefangen. Nachdem ein Überriese seine Wasserstoffvorräte verbrannt hat, beginnt er, im Kern immer schwerere Elemente zu verschmelzen. Am Ende dieses Prozesses bleibt ein Kern aus solidem Eisen. Der Kern kollabiert. Es kommt zu einer Supernova. Die äußeren Hüllen des Sterns werden abgesprengt. Der Kern verdichtet sich noch mehr. Der Kern kollabiert jedoch nur dann zu einem schwarzen Loch, wenn der ursprüngliche Eisenkern mehr als drei Sonnenmassen hatte. Ein schwarzes Loch nachzuweisen ist schwierig, weil es unsichtbar ist und einen Durchmesser von nur wenigen Kilometern hat.
Leichter ist es in einem engen Doppelsternsystem auszumachen. Hier zeigen sich oft Jets, die senkrecht aus der Akkretionsscheibe aufsteigen. Jets sind Materieströme, die kurz vor Übertreten des Ereignishorizonts durch Schockwellen ins All entweichen. Die Bewegungen des Begleitsterns erlauben Rückschlüsse auf die Größe eines schwarzen Lochs. Die meisten verfügen über rund 10 Sonnenmassen. Im Zentrum der Milchstraße und vieler anderer Galaxien existieren vermutlich jedoch supermassive schwarze Löcher. Das Zentrum der Milchstraße liegt hinter Sternwolken und dunklen Nebeln verborgen. Röntgenaufnahmen enthüllen dort hunderte weißer Zwerge, Neutronensterne und schwarze Löcher. Und zwei weite Lappen lassen ein supermassives schwarzes Loch im Zentrum vermuten. Und so könnte es aussehen. Flares schießen Dutzende Lichtjahre weit ins All, während immer mehr Materie von der Akkretionsscheibe aufgesaugt wird. Astronomen vermuten, dass das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße über 3 Millionen Sonnenmassen verfügt. Auch im Zentrum unserer Nachbargalaxis Andromeda wird ein schwarzes Loch vermutet. Und dieses Monster, vielleicht sind es auch zwei, könnte sogar über 70 Millionen Sonnenmassen verfügen. Der helle Fleck ist ein Hinweis auf das schwarze Loch. Näher betrachtet zeigen sich zwei. Hat Andromeda eine kleine Galaxis verschluckt? Eine seltsame Galaxis, Centaurus A. Sie wird von einem dunklen Staubstreifen durchzogen. Astronomen vermuten die Ursache dafür in einer gigantischen Kollision zwischen einer Spiralgalaxis und der ursprünglichen sphärischen Galaxis. Das optische Bild gibt keinen Hinweis auf ein schwarzes Loch. Aber Radiobilder zeigen weite Lappen im Zentrum. Röntgenbilder lassen noch weitere Strukturen erkennen, so wie diesen blauen Jet, viele Millionen Grad heiße Materie, die aus dem Umkreis eines übergroßen schwarzen Lochs ins All schießt. Eine Animation zeigt, was dort passiert. Der Jet ist Materie, die sich kurz vor dem Abgrund rettet, während die Materie in der hellen Akkretionsscheibe zum Untergang im schwarzen Loch verurteilt ist. Das schwarze Loch in Centaurus A hat vermutlich eine Größe von 200 Millionen Sonnenmassen. Das Zentrum der Galaxis NGC 4945. Auch hier ein schwarzes Loch, 1,5 Millionen Sonnenmassen groß. Das schwarze Loch in der Galaxis M106 verfügt über 40 Millionen Sonnenmassen. Und diese Galaxis hat ein supermassives schwarzes Loch, 1 Milliarde Sonnenmassen. Ein anderes schwarzes Loch in der Sombrero-Galaxis misst 700 Millionen Sonnenmassen. Galaxien wachsen durch Verschmelzen, ebenso schwarze Löcher. Die Antennegalaxien sind ein Beispiel für ein solches kosmisches Zusammenwachsen. Die Vereinigung der Galaxien hat im Zentrum einen gewaltigen Feuersturm aus Sterngeburten entzündet, ein Mahlstrom aus explodierenden Sternen, Neutronensternen, heißen Gasen, schwarzen Löchern. Die Animation einer anderen galaktischen Kollision, die zwei Mäusegalaxien. Hier das optische Bild. Hier wieder die Animation. Durch die Kollision wird sich vermutlich ein System aus zwei schwarzen Löchern bilden. Die schwarzen Löcher werden jedoch nicht sofort miteinander verschmelzen, sondern hunderte Millionen Jahre umeinander kreisen. Kommt es dann zu einer Vereinigung, bildet sich ein supermassives schwarzes Loch, das Schockwellen im Gewebe der Raumzeit auslöst. Aktive Galaxien signalisieren die Existenz von supermassiven schwarzen Löchern. Hier Jets, die aus einer Akkretionsscheibe um ein supermassives schwarzes Loch in M84 herausschießen. Das optische Bild eines anderen Beispiels in Virgo A, M87. Aufnahmen mit anderen Wellenlängen zeigen vor allem in der Orangenregion eine intensive Radiostrahlung. Ein schmaler Jet schießt aus dem Zentrum ins All. Das Radiobild zeigt einen Strom hochenergetischer Elektronen. Röntgenaufnahmen zeigen Taschen aus heißem Plasma.
Die Animation zeigt, es ist Materie in der Akkretionsscheibe, die in das schwarze Loch wirbelt. Mit der Größe von 3 Milliarden Sonnenmassen verschlingt das Monster in M87 stündlich das Äquivalent mehrerer Erdenmassen. Seyferts sind aktive Galaxien mit hell leuchtenden Kernen. Das ist Seyfert NGC 4151. Die Energie stammt von der Akkretionsscheibe um ein supermassives schwarzes Loch. NGC 1316. Die orange-roten Bereiche im Radiobild deuten auf ein supermassives schwarzes Loch. Das gleiche gilt für 3C31 mit Jets von Radioemissionen, hier rot. Die Radiogalaxis Perseus A. Der weiße Fleck im Zentrum ist die Akkretionsscheibe eines supermassiven schwarzen Lochs. Die Jets blasen Hohlräume in das Umfeld aus heißen Gasen. Materie wirbelt zum Ereignishorizont. Schockwellen aus dem Zentrum des Wirbels schleudern Teile der Materie im rechten Winkel aus der Scheibe. Diese Jets erzeugen die Hohlräume. Auf den Röntgenbildern von Perseus A sind sie deutlich zu erkennen. Zwei Radiogalaxien. Die Quellen ihrer Emissionen sind supermassive schwarze Löcher. Eine andere Radiogalaxie, Cygnus A. Jets, die nahezu mit Lichtgeschwindigkeit aus ihrem Zentrum schießen, erzeugen diese Lappen. Diese Emissionen sind Belege für die Aktivität supermassiver schwarzer Löcher. Die energetischsten schwarzen Löcher sitzen im Zentrum von Quasaren. Quasare sind die hell leuchtenden Kerne sonst normaler Galaxien. Das Radiobild desselben Quasars. 2 Milliarden Lichtjahre entfernt. Der Jet schießt 150.000 Lichtjahre weit ins All. Das eingefärbte optische Bild des Quasars 3C273. Im Zentrum des Quasars ein supermassives schwarzes Loch mit mehreren Milliarden Sonnenmassen. Sein Ereignishorizont so weit wie unser Sonnensystem. Quasare sind die hellsten Objekte des Universums. Schwarze Löcher mit 10 Milliarden Sonnenmassen versorgen die größten unter ihnen mit Energie. Bilder von Quasaren vom Hubble Space Teleskop. Die Leuchtkraft der Quasare lassen die sie umgebende Galaxie verblassen. Die schwarzen Löcher der Quasare sind extrem gefräßig. Sie verschlingen stündlich das Äquivalent von 40 Erdenmassen. Was also sind Quasare? Vermutlich erhalten sie ihre extreme Leuchtkraft von den Akkretionsscheiben supermassiver schwarzer Löcher, die Gase, Staub und ganze Sterne verschlingen. Unser Kosmos. Alles, was wir kennen, existiert innerhalb unseres Universums. Und dennoch könnte es nur ein Tropfen in der Unendlichkeit sein. Diese Unendlichkeit könnte ein Spinnweben aus Paralleluniversen sein. Dort existieren Zeit und Raum wie bei uns, nur die Materie könnte eine andere sein. Eine Idee, die unter Physikern immer mehr Anhänger findet. Sie gehen schon heute davon aus, dass anstatt 4 11 Dimensionen existieren. In diesem Rahmen ist die Vorstellung, dass ein Universum aus einem anderen hervorgeht oder endlos viele Universen nebeneinander existieren, nicht so abwegig. Solange diese Theorien jedoch nicht belegt sind, bleiben sie Science Fiction. Eine andere Theorie geht davon aus, dass einzelne Universen wie Blasen frei in einem Superraum schweben. Wenn zwei Blasen sich berühren, kommt es zu einer kataklysmischen Explosion, zum Big Bang. Ein neues Universum wird geboren. Unseres war also vielleicht nicht das erste und einzige. Bisher jedoch gilt der Urknall als der Beginn von allem. Vor 14 Milliarden Jahren hatten Raum und Zeit ihren Anfang. Ebenso Strahlung und Materie.
Aus subatomaren Teilchen bildeten sich Protonen und Neutronen, dann Atomkerne und die ersten Elemente. Elektronen, hier blau, wurden auf engere Orbits um die Atomkerne gefangen, Atome entstanden. 77% davon waren Wasserstoff, 23% Helium, dazu Spuren von Deuterium und Lithium. Nachdem die Elektronen in Atomen gefangen waren, blockierten sie nicht länger die Bahnen der lichttragenden Photonen. Das Universum wurde transparent. Das war 350.000 Jahre nach dem Urknall. Die Strahlung, die dabei freigesetzt wurde, ist heute noch messbar. Die Farben markieren minimale Temperaturunterschiede, Hinweise auf das früheste Verklumpen von Materie. Das Universum nahm Gestalt an. Schwerkraft verursachte die Haufenbildung von Galaxien und zwischen den Haufen weiter und weiter expandierender Raum. Materie verdichtete und erhitzte sich. Sterne wurden geboren. Das Universum war 200 Millionen Jahre alt. Hunderte Millionen Jahre später hatten sich die Galaxien so geformt und leuchteten so wie heute. Das schwerste Element im jungen Universum war Lithium. Erst als sich große Sterne formten, wurden Elemente wie Eisen gebildet. Durch Supernovas wurden die schweren Elemente, die sich im Kern eines sterbenden Riesen gebildet hatten, ins All gesprengt. Bei diesen Explosionen bildeten sich noch schwerere Elemente wie Uran. So wurden die 92 natürlichen Elemente durch Supernovas im All verteilt. Die meiste Materie auf unserer Erde stammt nicht vom Big Bang, sondern von Riesensternen. Die Luft, die wir atmen. Das Wasser in den Ozeanen. Bäume, Pflanzen und alle Tiere. Das Gesicht der Erde, Berge, Felsen, Canyons. Metalle für die Fabrikation. Alles um uns herum besteht aus Materie. Materie, die aus Atomen aufgebaut ist. Aber es gibt vermutlich noch eine andere Materie. Nur 4% des Universums besteht aus der Materie, die wir sehen. Der Rest, 96%, ist unsichtbar. 73% des Universums sind eine mysteriöse, dunkle Energie. 23% sogenannte dunkle Materie. Im frühen Universum, so glauben Kosmologen heute, war die dunkle Materie von entscheidender Bedeutung. Sie machte die Schwerkraft aus und beeinflusste so die Struktur und Haufenbildung der Galaxien. Die dunkle Materie ließ Galaxien entstehen, dann Galaxienhaufen und am Ende die Superhaufen, so vermutet man heute. Aber gibt es Belege für die Existenz der dunklen Materie? Sie ist unsichtbar, also lässt sie sich nur durch Schwerkraft nachweisen. Dunkle Materie könnte diese Galaxis beeinflussen. Ist sie der Grund, dass sich der äußere Teil schneller dreht, als sichtbare Materie verursachen könnte? Dunkle Materie beeinflusst vermutlich alle Galaxien. Dunkle Materie ist nicht zu verwechseln mit dunklen Stellen, verursacht durch dunkle Staubwolken aus herkömmlicher Materie. Wirkliche dunkle Materie hat eine kraftvolle Präsenz, die an jedem Stern in der Galaxis zerrt. Auf ihrem tausende Jahre währenden Orbit um das Zentrum der Galaxis oszillieren die Sterne leicht. Ihre Auf- und Abbewegungen werden durch dunkle Materie verursacht. Studien haben gezeigt, im All gibt es wesentlich mehr Masse als die, die sichtbar ist. Manche Ablenkungen werden durch dunklen interstellaren Staub und kosmische Schlacken wie weiße Zwerge, Neutronensterne oder schwarze Löcher verursacht. Aber dunkle Materie ist wesentlich stärker. In Galaxienhaufen drehen sich die Galaxien dicht umeinander. Dieses Verhalten ist nur durch die unsichtbare Masse dunkler Materie erklärbar. Auch die Tatsache, dass Galaxienhaufen seit Urzeiten des Universums stabile Strukturen sind, ist nur durch den Einfluss dunkler Materie erklärbar. Der große Physiker Albert Einstein demonstrierte als erster, dass sich Licht krümmen lässt. Seine allgemeine Relativitätstheorie belegte, dass massereiche Objekte wie unsere Sonne die Raumzeit krümmen und Licht ablenken. Ein massereiches Objekt, selbst unsichtbar, wirkt als Gravitationslinse. Ein unsichtbares schwarzes Loch krümmt Lichtstrahlen.
Eine Galaxis mit sehr viel dunkler Materie könnte den gleichen Effekt ausüben. Das Licht einer weit entfernten Galaxis auf dem Weg zur Erde. Ein riesiger Galaxienhaufen auf seinem Weg wirkt als Gravitationslinse. Das Licht der Galaxis wird vergrößert, aufgehellt und abgelenkt. Je größer der Galaxienhaufen ist, desto deutlicher sind die Effekte für einen Beobachter auf der Erde. Wegen der ungleichen Verteilung der Materie im Galaxienhaufen wird das Licht des entfernten Objektes verschmiert und in Bögen abgelenkt. Anhand dieser Bögen bestimmen Wissenschaftler die Masse und Verteilung der dunklen Materie in einem Galaxienhaufen. Auch wenn ihre Auswirkungen klar sichtbar sind, bleibt die Natur der dunklen Materie ein Rätsel. Ein anderer Effekt der Gravitationslinsen sind Mehrfachbilder. Eines der spektakulärsten ist der sogenannte Einstein-Ring, eine Galaxis im Zentrum, eingerahmt von vier Bildern einer anderen. Das Licht eines Quasars in einer entfernten Galaxis wird durch eine davorliegende Galaxis mit einem supermassiven schwarzen Loch in ihrem Zentrum abgelenkt. Das Licht des Quasars wird gekrümmt und vervielfacht. Von der Erde sieht man das Mehrfachbild des Quasars mit der Galaxis, die als Gravitationslinse wirkt, im Zentrum. Die dunkle Materie und die Masse der gesamten Materie, die kritische Dichte, sind entscheidend für das weitere Schicksal des Universums. Da der Raum gekrümmt ist, gibt es drei Möglichkeiten. Das geschlossene Universum, die Schwerkraft der Materie reicht aus, die Expansion des Kosmos zu einem Halt zu bringen. Der Big Crunch, das heißt, die Expansion wandelt sich in eine Kontraktion und das Universum würde enden, wie es einmal angefangen hat. Die zweite Möglichkeit ist ein flaches Universum, in dem der Raum eine Krümmung von Null hat. In dieser Theorie entspricht die gesamte Materie der kritischen Dichte. Das heißt, das Universum hat keine Grenzen und wird sich ewig ausdehnen. Aber die Expansion wird immer langsamer und nach unendlicher Zeit wird sie stoppen. Aber Unendlichkeit hat per Definition kein Ende. Die dritte Theorie, die wahrscheinlichste, geht von einer offenen Sattelform aus, in dem die gesamte Materie weniger als die kritische Dichte ist. Das Universum dehnt sich ewig aus und die Expansion beschleunigt wegen der dunklen Energie, einer der Gravitation entgegenwirkenden Kraft. Die Strahlenkarte des jüngeren Universums scheint zu bestätigen, dass 73% des Kosmos dunkle Energie sind, dunkle Materie 23% und Materie nur 4%. Was also bringt die Zukunft? In den nächsten 100 Trillionen Jahren werden immer wieder neue Sterne geboren. Aber die unaufhaltbare Expansion bedeutet, dass unser Kosmos immer kälter, dunkler und einsamer werden wird.